Jeden Morgen wird gewogen. Pünktlich morgens um 6:30 ab auf die Waage und fuck, 700 Gramm zugenommen. Oh mein Gott. Was habe ich alles falsch gemacht? Ich habe 700 Gramm zugenommen. Oh mein Gott, mein ganzes Vorhaben ist dahin. Wer hat sich gerade von euch darin erkannt? Ihr wisst, ich bin in der Ernährungsberatung seit knapp 30 Jahren tätig. Leidenschaftliche Arbeit von mir mit dem Personal Training, mit der Trainingsberatung. Aber die Ernährungsberatung ist doch was viel Energy kostet, auch wie viel Energy kostet. Warum? Ich habe teilweise Kunden, die in meine Beratung kommen und ich frage, wann hast du das letzte Mal gewogen? Heute Morgen. Okay, wann? Um 6:30. Wie oft wiegst du dich in der Woche? Oh, okay, 7-mal die Woche. Okay. Wie fühlst du dich nach dem Wiegen, wenn du, was ja vorkommen kann, mal 500 Gramm, auch sogar 1000 Gramm zugenommen hast? Ich fühle mich beschissen. Warum? Weil ich ernähre mich ja schon gesund. Warum? Ich gehe ja schon in Sport. Wie kann ich da ein Kilo zunehmen? Was soll das eigentlich? Und solche Schwankungen habe ich laufend. Da muss man erstmal tief Luft holen. Aber diesen Bezug zur Waage, jetzt tut mir leid, liebe Ladies, diesmal seid ihr wieder dran, Ladies over 50, da seid ihr meistens mit befangen. Dieses tägliche Wiegen, dieser Kontrollzwang jeden Morgen und dann diese Panik, oh, ich habe 300 Gramm zugenommen, oh, ich habe 400 Gramm zugenommen. Jetzt mal ganz ernsthaft, liebe Ladies, Achtung, jetzt wird es wichtig. Immer wenn diese Karte kommt, heißt es, uff, Basse. Wie sollt ihr von einem auf den anderen Tag zum Beispiel 1000 Gramm zunehmen? Und wie sollte das Fett sein? Ihr wisst ja, 1000 Gramm körpereigenes Fett hat 7000 Kalorien. Das heißt, ihr müsstet am Abend davor Unmengen, den ganzen Tag davor, ihr müsstet Unmengen gegessen haben, ihr müsstet mindestens 10-mal so viel an Kalorien reingeballert haben, wie ihr dann normalerweise esst, um 1000 Gramm körpereigenes Fett zuzunehmen. Was könnte das sein? Genau. Es ist definitiv kein Körperfett, sondern es ist definitiv in der Regel, wenn von einem zum anderen Tag ein Kilo, 1,5 Kilo zum Teil sogar schwankt, ist es eine Gewichtsschwankung. Das ist keine Gewichtszunahme. Überhaupt nicht. Da müsst ihr überhaupt keine Panik schieben. Das ist eine Gewichtsschwankung. Als Frauen, als Mensch unterliegt man einem Organismus, der natürlich auf gewisse Dinge reagiert. Das könnte noch ein Darminhalt sein, weil er vielleicht einmal wenig auf Toilette war. Das ist der Wasserhaushalt. Der Wasserhaushalt kann sich verschieben, dass ihr mal mehr, mal weniger Wasser im Körper habt. Ihr habt einen Tag zuvor salzig gegessen. Ihr habt nachts von mir aus nicht so stark geschwitzt wie am Tag davor. Ihr habt mehr Wasser im Körper. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ihr habt einen Tag davor weniger getrunken. Dadurch hat der Körper etwas Wasser eingelagert. Da gibt es ganz, ganz viele Hintergründe dafür, warum das so ist. Und das ist definitiv keine Gewichtszunahme. Bitte. Ja? Also bleibt hier ganz entspannt. Lasst euch bitte nicht von der Waage dominieren. Wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr euch jeden Tag wiegen müsst und dass eure Laune abhängig von der Gewichtswaage ist, dann seid ihr ein Stück zu weit. Dann müsst ihr euch Gedanken machen, dass ihr wegkommt. Dass ihr wegkommt von der Waage. Was macht man? Alle 8 bis 10 Tage wiegen reicht doch. Alle 8 bis 10 Tage auf eine normale Waage, auf eine normale, gute Waage, die gut eingestellt ist, Sonntagmorgens oder Samstagmorgens immer gleich Uhrzeit ungefähr auf die Waage und dann alle 8 bis 10 Tage aufschreiben, werdet ihr sehen. Auch hier werdet ihr vielleicht manchmal Gewichtsschwankungen haben, aber keine Panik. Keine Panik. Man nimmt nicht innerhalb von so kurzer Zeit 2-3 Kilo Fett zu oder 1,5 Kilo Fett zu. Lasst euch nicht von der Waage dominieren. Das ist ein Schritt zu weit. Weil euer gesamtes Sein oder Nichtsein, eure Laune ist abhängig von einer Waage, von einer Gewichtsschwankung. Habt ihr einen ganzen Tag eures Lebens, ihr fühlt euch nicht gut, ihr seid schlecht drauf. Es gibt sogar Menschen, die kriegen Depressionen deswegen, wegen einer Waage, wegen einer Gewichtsschwankung von 1 Kilo. Wenn ihr jeden Tag euch sauber ernährt, euch gesund ernährt, euren Sport betreibt und ihr habt tatsächlich mal 1 Kilo mehr, dann verfallt nicht in die Panik. Liebe Freunde, liebe Ladies vor allem, wiegen ja, aber entspannt wiegen, immer zur gleichen Tageszeit und nicht übertreiben damit. Das war's schon, Andreas Wienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema Deine Fitness, meine Aufgabe, lass dich nicht von der Waage dominieren.